Unterhaltung, RTL-Programmgestaltung. Das war jetzt auf Kevin RTL. Ach, Scheiße. Ah. Ich hasse diese Stelle in dem Gebiet, wirklich. Ich hasse sie so sehr. Ah, Mann, ey. Einfach wegen Schittler auch. Gut, also fangen wir an mit dem 2. Und dann die Glut. Oh Gott, das fährt rollig irgendwie. Leichtere Hosen. Ah ja, okay. Oh, hallo, hier waren wir noch nie. Hi. Das ist tatsächlich das erste Mal hier, das ist nicht schön. Das ist ein neues Gebiet, oh, das sieht echt interessant aus, oh, ja, kenn ich gar nicht. Ich hab mir gedacht, komm, lade ich mal zu was Neues ein. Irgendwas, wo wir noch nicht waren. Okay, jetzt quasi durch meine Rüstung muss die Hidor muss ich so reden. Hey, du Fuchs, komm! Du kannst was tun! Hey, Kevin! Die Rüstung ist ein bisschen zu groß! Ach nein, Schittler ist schon wieder da! Fuck die Scheiße, ich hab keinen Bock mehr. Schnell, stellt euch da auf! Annehmt! Extra für ihn! Stellen wir uns jetzt alle hier hin! Aber hey, alle hier hin! Mach es. Ich weiß, was du machen willst. Ich hab's überlebt! Hallo. Warte mal kurz. Sorry. Oh, ich kann mich nicht mehr umbringen. Ah, shit. So, jetzt haben wir mal für ihn gespielt. Jetzt sollte es reichen. Nussboy Kevin hat eine weitere Ember verschwendet. Wie wird er damit leben? Oh Mann, ey. Ich bin der Erzähler, Mann. Hallo und willkommen zu den Abenteuern von Nussboy Kevin. Eigentlich fehlt der Erzähler. Eigentlich bräuchte ich wirklich einen Erzähler, der fehlt. Irgendjemand muss die Geschichte von Nussboy Kevin erzählen. Und der Claudio. Ich bin kein Erzähler. Hallo, ich bin Claudio. Dein Leben ist scheiße, den bring ich jetzt um. Eigentlich soll ich hier jetzt über den Nussball reden, aber nicht was? Hab ich keinen Bock! Ah! Und warum erzähle ich das Leben von jemandem, dessen Leben eigentlich schon verwirkt ist? Denn wie wir alle wissen, das Leben ist sinnlos. Ja, aber doch nicht in Dark Souls. Ja, genau da. Ist es das, Daniel? Genau da ist es das nicht. Was ist, wenn die Welt von Dark Souls Purgatory ist? Eine immer wiederkehrende Hölle. Limbus. Oder Limbo. Purgatory. Limbo. Alle gleich scheiße. Okay, Jungs, los, laufen wir. Bevor der erste Typ kommt. Schnell. Ich hab keinen Bock Hallo. Mehr. Ich bin jetzt edgy, Kevin. Fuck. What the fuck? Was denn? Das ist geil. Okay, wo? Das ist Ashy. Wohin? Ja, Matt. Oh, shit. Folge dem Edgelord. Oh, shit. Oh Gott, da ist schon der erste Finstergeist. Scheiß auf den. Oh, da ist er. Nee, das ist wieder ein anderer, scheiße. Anderer. Lauft. Lauf, Kevin, lauf. Lauf, Kevin. Dahin, okay. Und jetzt? Okay. Ja, einfach weiterlaufen. Okay.
Ah. Das Ding da unten habe ich schon. Oder ist da noch was Verstecktes? Also, hast du das schon? Ja. Okay. Geht nicht mehr. Okay, warte, geh mal zurück. Ah, shit. Der Dude. Oh, Junge, beide sind's da. Oh nein. Drei. Junge. Ich vielleicht haben wir eigentlich alles. Eigentlich. Das freut mich. Wieder hoch, Kevin. Da war es oben. Also mein Leben. Dann können wir eigentlich wieder hochgehen, ne? Scheiße, ja. Die Seelen. Scheiße. Sind es viele? Ich. Ja, dann kommen wir von oben runter schnell. Den Lift. Oh Gott, nee. Okay. Arno Londo. Erstmal dahin. Okay. Ein grüner Zweig, getrockneter Finger. Und eine Glut. Das Jürgen. Aber wo ist der Boy? Der Boy ist im Kommen. Er ist am Start für die Select-Taste. Der Boy ist dauerhaft am Kommen wegen den ganzen Beaches. Den Beaches? Ja, Mann. Ja, Mann. Das lag schon immer in der Familie. Die Beaches. Was? Ah, da ist ein Zeichen. Wow, wow, Jürgen. Wir können darüber reden. Ehrlich jetzt. Ehrlich. Okay, Schneeschwert. Okay. Ist so friedlich. Okay. Fass die an. Ich mach Schnee. Oh Ui. Gott. Es hat hier noch nicht genug Schnee. Ich muss mehr machen. Mehr Schnee. Okay, Leute. Beeilen wir uns. Ja, ihr beeilt euch. Ich muss gerade hier Dinge checken. Willst du damit sagen, du machst gerade was ganz anderes? Ja, Mann. Damit habe ich Erfahrung. Ich gucke mir gerade meinen Fashion Sense an. Ich erfinde mich neu. Ah, okay. Das heißt, wir sollen schon runtergehen, oder was? Ach, scheiße, ja. Ich hätte ja oben das Rad drehen müssen. Ah, okay. Das ist wunderschön hier. Ja, schwellig! Bäume können sich nicht übergeben, ist doch illegal. Doch, die harzen. Genau. Die harzen. Okay. Jürgen, den kriegen wir down. Mhm. Ist nur ein zweiter. Oh, ich krieg direkt mal einen Pfeil in die Fresse. Irgendwie habe ich die ganze Zeit so das Gefühl, ich brauche eine neue Waffe. Was denn? Jetzt weiß ich. Er braucht nur ein bisschen Zeit. Ach, come on. Komm schon, danke. Boah, das zieht ihm ja echt nicht viel ab. Ne? So, irgendwo bin ich. Ja, hoch. Okay. Ah nein, da kommen sie schon wieder. Schnell, den lassen wir in Ruhe da. Da kommt einer. Vorne sollten sie irgendwo sein, nicht? Ich dachte, eventuell. Da vorne, okay. S-Kicker! Oh nein. Ja, S-Kicker ist cool. Okay, ich hab sie. Auch wieder nach oben Richtung. Hi! Ja, Skicker.
Oh Junge, die schießen auf uns. Tut mir leid, erst Kicker, ich muss gehen. Alles ist friedlicher. Ich mag dich auch sehr, erst Kicker, aber wir haben keine Zeit. Wir werden von Wahnsinnigen verfolgt. Okay. So. Nein. Hallo, Erstkicker. Ist das Erstkicker? Ja, er ist da. Erstkicker ist da. Hey, Kevin. Erstkicker ist da. Ja, Mann! Da ist er. Erstkicker. Ah, Moment. Ich hoffe, er schreit dich. Nein! Nicht schreien! Tschüss, Erstkicker! Ich wollte eigentlich eine Schlägerei gegen ihn machen, darum habe ich alle Waffen abgelegt, aber okay. Er ist ein guter Mann. Du warst nicht da, er hat's nicht gesehen. Ja. So schnell war ich nicht mit alles auszuziehen. Ich bin ein Baum, ich bin nicht so schnell. Du bist kacke, Mann! Ich muss die ganze Rinde abschälen. Irgendwo ist unten noch so ein Faggot. Egal. Beeilen wir uns, bevor der Ding runterfährt. Ich bin jetzt! Ja? Ich bin jetzt! Ja? Nordmann Kevin! Nordmann Kevin, das ist ja, das klingt ja richtig fancy, Alter. Ja, Mann! Heftig. Oh, nee. Oder Kevin, der Nordmann! Wer ist denn der da? Wow! Oh mein Gott, Instant Transmission! Ja, irgendwie war das ziemlich lag. Oh boy. Cool. Hi. Gut ist sein. Hey, wie geht's dir? Ah, da ist ja noch einer. Kommt er immer erst, wenn der andere schon da ist? Er hat auch Instant Transmission benutzt. Cool, Mann. Die Dudes sahen bedrohlich aus, aber zu dritt haben wir die gekriegt. What? Oh. Nice. Was hat dieser Stimm? Hier ja, war das eigentlich auch gerade. Hier war ja, hier jemand. Ist... Ah, doch, ich weiß was. Sollen wir gehen? Egal, warte. Machen wir zuerst hier weiter. Ja. Das ist nachher noch was für dich. Okay. Wo wir dir nicht helfen können. Ah, toll. Autsch. Oh, warte mal, ist das Ding, was ich denke, was das ist? So, was? Das Folgende, was ich denke, was es ist. Oh shit, ja, da fällt jemand das Ding runter. Egal. Doch, ich weiß, was man da tut. Muss schnell genug sein. Ich schaff das. Naja, es bringt halt nichts. Er ist schon da. Da. Er fährt schon von selber. Ja, er fährt jetzt hoch, aber ich glaube, er will wieder runterfahren. Aber ich glaube, so schnell geht das nicht. Ja, wahrscheinlich steht er schon bereit, nicht? Ja. Wenn ich mich verstecke, kann er mich nicht sehen. Ja, das ging nicht so schnell. Alter! Siehst du, ich habe eine sehr beruhigende Aura auf alles und jeden. Willst du damit sagen, du bist ein Baum? Aha. Ich habe eine beruhigende Aura auf alle, ich bin ein Baum. Dude! Nein, du musst liegen bleiben! Ich muss anders hinlegen. Meditieren, wie er. Okay, warte. Dann musst du es auf meinen Kopf tun. Ich
habe jetzt so deinen Kopf in meinen Händen. Ja. Massierst mich, gibst mir eine Massage, Mann. Eine Gesichtsmassage. Oh, Herr Jürgen gibt die besten Gesichtsmassagen, Mann. Fährt er wieder runter? Hat aber keinen Bock mehr. Könnt ihr einfach. Machen Sie das hier auch gedacht? Nope. Irgendwann sind wir gut. Okay, let's go, get your adventure. Okay. Auf geht's. Das wollte er einfach nicht mit ansehen. Er hätte sie einfach umbringen können, aber okay. Wahrscheinlich kommt er gleich wieder hoch. Ja, wahrscheinlich. Oder er erwartet jetzt von uns, dass wir wieder runterkommen. Ah ne, ich glaube... Okay. Aber wo ist er gespawnt? Irgendwo habe ich gehört. Ich hab's gehört, ja. Drinnen ja, vermutlich nicht. Ja, geht's ja. Könnte auch drin gewesen sein. Okay, warte. Hä? Zeit für Traurigkeit. Tränen voraus. Was jetzt? Hey, ich Kevin, was ist los? Da ist er. Oh. Springt der runter? Ich hoffe. Was zur Hölle? Er ist runtergesprungen. Wieso? Wegen uns. Ist das einer unserer alten Bekannten? Ich weiß es nicht. Wandel sagt mir nichts. Geh wir hoch? Ja, warte, ich darf nicht fett rollen. Achso. Ich bin zu fett. Scheiße. Warum klebt hier auf dem Boden alles, ey? Das ist ja voll ekelhaft. Ja, das ist eine andere Geschichte für einen anderen Tag. Ey. Du weißt ja noch dazu mal, wie es bei Borderlands war. Ach nee. Jürgen und Brixen halt verwandt. Ach scheiße. Oh, ist das alles hier hoch und so. Jungs, das sieht irgendwie gefährlich aus hier. Da unten sind drei Dudes, die sehen so aus, als ob sie mit Feuerbällen werfen würden. Mal die Kerze anmachen. Oberhalb. Okay. Ist hier nix? Nö. Dann gehen wir runter. Was ist? Was, auf der anderen Seite sind noch die drei Dudes? Ja, wir müssen jetzt erst noch zurück und das Tor aufmachen. Weil bei den drei Dudes ist nämlich was da auf der anderen Seite. Ja, wir bringen sie eh alle um. Wir bewerfen uns jetzt mit Flammenbällen. Macht's wirklich Sinn zuerst? Was macht ihr da, Leute? Okay, wartet mal. Ich hab einen Plan. Der andere Typ ist immer noch da, oder? Also der sich gerade eben den Turm runtergefahren hatte. Weiß ich nicht, ich glaub schon. Boah! Patze, ich hab sie von der Seite flankiert. Gut gemacht. Ja. Das haben sie nicht kommen sehen. Was ist das denn für ein hässliches Ding, Alter? Was? Da unten? Schleimis. Ja, die sind langsam, also lassen wir sie in Ruhe. Okay. Hab gesehen, da ist noch was. Ja. Oh. Oh, was ist, oh mein Gott. Oh. Wann kommt der schon so früh? Ja, das sind Fluchdinger, also nicht in den Rauch rein. Ah, hab gehört, das ist nicht so gesund. Rauchen ist nicht gesund? Mhm.
Ah Gott, ich sehe hier nichts mehr, Leute. Ja, ist schon vorbei. Jetzt komm hier, mach die Tür auf. Oh.